Kreuzhämme. Ja, hallo miteinander. Das ist Show mit dem Paddy und dem Flo. Ja, und heute haben wir ganz viele Effekte drin. Wir haben auch noch die Stimme aus dem Off. Und natürlich haben wir auch unsere Erpressen, die jetzt Geld von uns wollen. Ja. Ah, schön. Ehrlich. Geht, oder? Ja. Ich finde wirklich. Hast du eigentlich schon mal auf so einer Kirmes oder auf so einer, wie sagen wir dem? Kimmes. Kimmes, ja. Kilby. Kilby. Ich wäre lieber so den ersten Box ansagen, den wäre ich eben gern. Ach so. Jetzt kommt der Paddy und der... wie viel Freude hast du gehabt, als du das erste Mal angehängt hast? Ja. 10 von 10? 10 von 10. Yeah. Dann können wir gerade überleiten zu, hey, neue Gadgets, oder? Mhm. Also komm. Ja. Die 5 besten neuen Gadgets von den letzten 5 Monaten. Nummer 5, Flo. Gadgets. Gut, ich habe investiert, muss man sagen. Ach so. Ja, weil wegen dem Gondeltag habe ich natürlich Wix und so müssen haben, oder? Das ist sehr geil. Ich bin total das Röde, ja. Röde, ja, whatever. Die haben gute Ware, guten Stoff. Ist aber irgendwie auch der Shit, oder? Oder gibt's Vergleichbares in dieser Richtung? Fast nicht, oder? Nicht wirklich, oder? Ist so der Podcast Gadget-Schissel. Ja. Okay. Aber an dieser Stelle gerade schnell eingehängt. Kannst du nicht einfach Gondeltalk sagen und dann das einfach so stehen lassen. Aha. Also weißt du, darfst du etwas dazu sagen? Das ist ein Format vom Flo, auch neu. Ja. Sag schnell. Und da reden wir in einer Gondel. Ach, okay. Schön. Genau. Ja. Wir haben eine Gondel vom Weissenstein gemoderiert in ein Podcast-Studio. Aber mit schön, weißt du, mit gemütlich und mit Küssi und so Sachen. Weissenstein in Solothurn? Was man nicht alles kann sagen und dann muss aufklären, ist schon hure Scheiß mühsam. Kann man nicht einfach erzählen? Ich tue einfach nur, weißt du, einordnen. Nein, ich meine nur, mir fällt nicht. Einordnen. Hätte ich auch sagen. Ja. Also, okay. Aber nein, ich bin dir sehr dankbar, wenn du mir da so ein bisschen hilfst. Gell? Mhm, gerne. Also, auf alle Fälle. Genau, haben wir das schön cozy mit Küssi und Pflanzen sogar. Und Goldrahmen, gell? Ein bisschen Ambiente. Und sogar unser erster Gast, muss man sagen, der Dani Furler. Ja. Wo man noch gut kennt von Fernsehen. Genau. Wo da die Sendung gemacht hat, wo heisst? Furler Live. Ja, so ist es, sorry, ja, genau. Ah. Und Big Brother, oder? Hallo. Ja, hat er gemacht. Ja, genau. Und voilà, genau. Er war der erste Gast gewesen und er ist total überrascht gewesen, wie cozy das ist. Er hat sich so wohl gefühlt da drin, der hat fast nicht aussteigen wollen. Ehrlich? Ja, wir haben ein paar fertig gemacht. Das Lustige ist ja, du kannst immer nur eigentlich ja so einrichten. Also wenn du quasi reingehst und willst einrichten, fährt es ja schon. Das heisst, du machst so 2-3 Pferdchen. Die erste Fahrt ist nur mal einrichten. Die zweite Fahrt ist, wenn es dann verpasst ist und der Ding noch nicht da ist, fahrst du nochmal. Weil Gondel, also kannst du schon aussteigen, musst einfach warten, bis die Gondel wieder kommt. Das ist wirklich das Lustige im Fall mit dem Timing. Und aber Weissenstein, Personal, Bergbahnen, Freaks dort, sind da total. Ja, der Kunde. Ja. Bei der Geschäftsführer, ja, das finde ich geil. Mega cool. Wie es cool war, es hat eben dann noch eine Geschichte mit dem Furler, dass nämlich, da gibt es ein Foto, wo es dann, das früher sind das auch Sessel-Lift gewesen.
Und nachher haben sie die Gondeln irgendwann dann eingerichtet. Und von dem her gibt es ein Foto vom Vorler auf der letzten Sessellift-Sitz. Letzte Fahrt, sozusagen. Ja, wirklich so. Derniere, quasi Sessellift-Derniere. Und dann haben sie den abgerupft und dann die Gondeldinger hergehängt, genau. Das ist näher ein Solothurner auch. Ja, fest. Ah, okay. Ja. Und sagen wir schnell, Format, also steigen die, dann Gondeln dabei eingerichtet und dann, Was? Dann fahren wir nochmal, oder? Mhm. Dann ist es so ein bisschen, entweder sind wir gerade parat und fangen an, oder quasi wir fahren mal bis in die erste Mittelstation, sind ein bisschen eingetuned und fangen dann dort eigentlich an. Und der Podcast geht aber nur so lang wie eine Fahrt, auf und runter. Mhm. Vielleicht brauchen wir halt eine, wo, wenn man eintunet, dann ist quasi wie ein Probelauf. Antifahrt, sondern dann geht es bis zu der Mittelstation, ist ein bisschen Tag und ein bisschen easy. Genau, und dann fangen wir dort eigentlich erst an. Und wenn wir dann oben ankommen, dann ist halt noch so ein bisschen, weißt du, dann gar nicht mehr aussteigen. Dann ist der Kai noch dazugekommen, oder? Und ja, komm rein, oder? Dann hat man dann noch einen Stress, oder? Mit den Bienen, und sonst fährt das Ding vorbei. Und dann haben wir eine extra Fahrt gemacht. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen geschneddert. Geil, oder? Und dann hat es unten aber auch Leute, dann kommst du ja rein, dann rasselt es dort, und dann kommst du rein, weißt du, so hopp, über die Rädli. Ja. Dann geht es einmal um die Umlenkrolle, und dann geht die Türen auf, und ja, dann stehen die Leute dort, ja, wo vielleicht wollen einsteigen. Und nein, wir sind quasi beim VIP-Eingang. Wir steigen vorher ein, die können gar nicht in unsere einsteigen, in unsere Gondeln. Das heisst, wir haben unsere Gondeln schon und sind dann drin und fahren ja schon voll an ihnen vorbei. Eben, ja, aber das meine ich schon. Aber dann geht die Tür auf und so und dann sehen sie dort die Installation, ja, ja, und alles und zwei Typen, die da drin, oder zwei Menschen, die da drin hocken. Ja, so. Genau. Nein, mega geil. Und noch mit Lichteffekt, gell? Also ich habe die Pflanzen, habe ich dann noch, weißt, mit Licht ein bisschen ambient. Auch wenn es hell ist, aber das siehst du, ich sage das. Nein, das ist... Eben, ja, also der Dani hat fast nicht mehr gehen. Das extra Pferdchen hat er unbedingt noch. Und wo kann man das schauen? Auf gondeltag.ch. Gondeltag.ch. Sehr schön. Wie immer, genau. Durchorchestriert. Durchorchestriert. Und wir suchen jetzt natürlich, Weissenstein-Gondel ist natürlich der Start, oder? Aber wir suchen jetzt noch andere. Also, wir gehen jetzt eigentlich quasi von Gondel zu Gondel. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Und jetzt gehen wir quasi, oder? Da gibt es ja in die Jungfraubahn, gibt es ja quasi so VIP-Gondeln, oder? Dort hängen sie dann mal schön. Mal noch drei, da Leute mit. Und da hat der Weissenstein aber nicht exklusiv Recht, sozusagen. Nicht exklusiv. Quasi als Vermarktungspartner. Gondeln. Und wir sind einfach regional für die Menschen da. Mhm. Mit Geschichte von Alltagshelden, quasi. Jetzt gehst du nur dort hin, wo die Person, also nein, der Gast muss quasi immer an einem Ort wohnen, sagen wir im Umkreis von noch zu Fuß erreichbar, von einer Gondel. Also du gehst jetzt nicht irgendwie jemanden besuchen am Genfersee, weil dort hat es keine Gondeln. Nein, also ja, also entweder ist es jemand aus der Region, Vielleicht von der Region, für die Region, oder? Ja, geklaut, ja. Ja. Me too. und genau, aber wir würden auch Leute einfliegen lassen, das ist kein Problem. Das ist nur eine Frage vom Budget. Ist das konzeptionell erlaubt, dann? Das dürfte man schon. Da sind wir flex. Okay. Je nach Sponsor. Weißt du, wenn die dann sagen, aber könnt ihr nicht mal da reden mit dem Schwarzenegger? Sagen wir ja sicher, bring den Arnie. Arnie. Kannst einfliegen, der weiss ja. Gondel. Er muss auch seine eigene Gondel mitnehmen. Weißt du? Genau. Ja, genau so. Also, je nach Gehaltsklasse musst du eine Gondel gestellt über oder musst du eine selber mitbringen. Ja, so. Oder? So. Ja. Schönes Format, gefällt mir. Ja, ist wirklich lässig. Viel Freude, ja. Ja. Mhm. Was noch nicht los, ganz ehrlich. Das macht nichts. Jetzt hast du mir erst gesagt, wo. Eben. Gondeltag.ch. Ja. Ist auch jetzt quasi live, oder? Ja. Ganz überraschend, dass die URL noch frei war zum Reservieren. Gell? Ja. Hätte es nicht müssen sein. Nein. Und ohne Bindestrich? Nichts, wirklich. Geht plain. Alles durch. Alles durch. Sehr schön. Erst Gondel und dann Talk.
mit L dazwischen, ein stilles L. Hört man nicht. Du, wir haben gutes Feedback auf unsere letzte Sendung bekommen. Ehrlich? Ja. Wirklich. Unaufgefordert. Haben die Leute gefunden, hey geil, ich höre gerade ein bisschen durch und eben von vorne nach hinten und so. Und mega sind wieder gut unterhalten gewesen. Ist wirklich schön. Mega schön. Ja. Ja. Also. Nein, jetzt machen wir. Oh Gott, letzte Woche auch einen befreundeten Podcast gelost. Mhm. Also befreundet sind wir nicht, aber ich finde, alle, die Podcasts machen, sind irgendwo ein bisschen befreundet. Oder? Ja, ja. Und darum, und die haben eben dort auch gesagt, ich glaube es, wir machen so lang, bis einfach so lang. Ja, ja. Oder? Ja. Also bis wir einfach, oder? Bis es tut. Ja, bis es tut. Bis einer sagt, komm. Also mindestens bis zu 100 Folgen machen wir. Ja. Also abgemacht jetzt, oder was? Abgemacht. Ich habe schon ein bisschen Angst eben. Hast du schon ein bisschen Angst? Ja, ja, es tut schon wieder so ein bisschen, weißt du, es tut schon wieder so ein bisschen. Nein, man muss ein bisschen, weißt du. Muss man? Ja. Was dann? Ja, ein bisschen künstlich verknappen. Sehr schön, ja. Wichtig, als Marketinginstrument. Oder? Ja. Hey, und was hast du erlebt die Woche? Sind wir nicht vorher noch bei den Gadgets? Ah, Gadgets, okay. Top 5 Gadgets. Ich habe die Road Dingens, oder? Habe ich gesagt. Kann das sein? Ja, musst noch ein bisschen mehr ausführen. Road Dingens, lange noch nicht. Ja, die Mikrofon, die... Also Lavalier. Lavalier, aber Funk. An denen habe ich Freude. Ich habe aber vom Raffi, oder unserem lieben Corporate Monkey, Raffi, Frangi, habe ich eben 3 Kameras bekommen. Zum Ausprobieren, oder? Ja, hure geil. Mhm. Mevo von Logitech. Mhm. Und da kannst du dann per App Multicam live schneiden. Das heisst, ich hocke dann in der Gondel eben, und kann eine Kamera auf mich, eine auf den Gast und eine von oben runter. Und dann kann ich auf dem Handy live, kann ich dann einfach umschalten. Ja, live schneiden und aufnehmen. Schon geil. Ja, wirklich. Super ist das. Und das im Jahr 2024. Ein super im Fall. Sag mal, super. Super. Das geht eben nur einseitig auf der, weißt du? Ja. Hey, ja. Nein, das freut mich und ich finde es auch unglaublich, was für technische Möglichkeiten es heute schon alles gibt, oder? So einfach. Ja, ohne Steckdosen in der Gondel, muss man auch noch sagen. Ja, alles Akku. Ja, alles Akku. Hebt ewig. Hat mich auch überrascht. Nein, ist geil. Ja, also insofern, das Setup dort, habe ich eine hohe Freude. Ich habe sogar, weißt du, die Dinglämpchen sind auch Akku. An denen habe ich auch Freude. Zum Gondeln ausleuchten? Nein, zum an Pflanzen her, das Ambientlicht herstrahlen. Ah. Oh. Genau. Ah. Schon geil, okay. Muss man mal zeigen. Ist die Frau wieder im Hintergrund? Was macht sie denn? Ah, sie schaut irgendwie rein. Was muss sie haben? Der Postage ist gefragt. Ja, ohne. Ja. Mal Setup umbauen. Ja. Das ist immer gut, das ist immer gerade gut. Ja, das war ganz ein wichtiger Move jetzt. Das wäre unmöglich mehr geworden. Ja, nein. Ja. Ui. Oh, die Steuererklärung, weißt du, hat sie schnell gepostet. Ah. Hm. Ja, habe ich verschoben. Ja, ich mache ich auch. Bis zur Zahlungspflichtung verschiebe ich es. Schon? Ja. Gut, das ist ein bisschen Scheiß, gell? Ja, das ist ein Scheiß. Und auch dann, es will wie manchmal auch nicht raus. Nicht? Eigentlich. Nicht. Aber ich meine, ich höre dich durchaus gut. Die Frage ist, nicht? Können Sie mich verstehen? Es ist eine Sache. Auf alle Fälle, Gadget. Hast denn du auch ein Gadget, zum Beispiel eine neue Webcam? Ja. Party. Warte mal. Ah, ja, aber das ist eben die falsch.
müssen wir dann schnell, warte noch mal schnell da auf. Also das wäre noch so ein Gadget, dann nachher, warte, was habe ich noch für ein Gadget? Oh, ich habe mir im Fall noch so ein von Whoop. Also können wir auch, warte mal. Von Whoop. Genau, habe ich, das ist so ein Messding, wo dich so self-quantified, weißt du, so am Handgelenk, aber ohne Screen. Dass du nicht die ganze Zeit drauf schaust. Das ist so ein Health-Gadget. Ah, das gibt es ja mittlerweile auch in Form von Ring und so, gell? Ja, ja, genau. Einfach so das kleine Senderli, das dann Gesundheitsdaten überjasset. Ja, gell, scheinbar. Aber das mit dem Ring habe ich dort noch nicht so greif gefunden und jetzt hat mir das jemand empfohlen. Whoop. 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 Ja. W-U-P. W-H-U-U-P. Richtig, so weißt du, Stimmung. Whoop. Whoop. Okay. Und das dreist jetzt immer? Nein, noch nicht. Das ist noch nicht gekommen. Okay. Ich habe wirklich ein bisschen das Problem, gell? Ich kämpfe immer ein bisschen mit Smartwatches. Mhm. Eigentlich bin ich kein Uhrenmensch. Ja. Noch nie gewesen. Ich habe diverse Uhren immer mal geschenkt bekommen. Also weißt du, nicht High Classics, sondern mehr einfach so coole, die ich noch gerne habe, eigentlich vom Look her. Aber ich lege es nie an. Weil ich fühle mich eingegangen oder ich fühle mich einfach nicht so wohl. Dann irgendwann habe ich mal, glaube ich, so eine Occasion Samsung irgendwas Watch gekauft, einfach zum ein bisschen probieren und so. Und auch dort hat es nicht geklappt, weil am Anfang bin ich noch so, ja, eben Gadget-Guy und auch gefunden, hey, noch geil und ein bisschen umspielen. Gut, nichts gewesen. Dann lang nichts. Und dann irgendwann habe ich gefunden, hey, aber ich glaube, ich muss jetzt einfach mal so eine Apple Watch haben. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann mal eine gekauft, irgendwie vor anderthalb Jahren oder so. Hey, und es ist wieder das Gleiche. Ich kann nicht länger, ich mache immer wieder einen Anlauf. Und manchmal ist es sogar, es fällt mir auf das Handgelenk wehtun. Und nicht, weil ich sie zu fest angezogen habe, sondern ich glaube einfach, weil es mir durchstrahlt. Ja. Ich weiß es nicht. Es geht nicht. Durchstrahlt, ja, das ist auch sehr geil. Also wenn irgendjemand draußen Lust hat auf nicht die allerneuesten, aber doch irgendwie, ich glaube, das Vorgängermodell von der neuesten Apple Watch will haben, ihr könnt bieten. Ah. Es muss nicht nur Geld sein, man kann auch, weiß auch nicht, irgendwas, lasst euch etwas einfallen. Ja. Oh, Tauschhandel. Es kommt wieder. Tauschhandel. Ja, das kommt wieder. Mhm. Absolut. Nein, ich schaffe es nicht. Aber hast du, und darum habe ich gefragt, eben, ich glaube, ich könnte auch nicht so einen, egal, wenn es kein Bildschirm dran hat, ja. Könnte ich wahrscheinlich trotzdem nicht, weil ich habe eben auch Ring. Weißt du, Ring muss ich, es gibt Momente, wo ich den Ring dann muss abziehen, weil es hängt mich ein. Ja, ja. Ja. Mhm. Uns vor da weht du sogar. Ja, genau. No source detected on roads. Oh, so viel zu deinem Super-Gadget. Hey, jetzt warte mal schnell. Nein, das ist einfach nur, wenn der Ding hängen bleibt. Das macht er ja mit dann meine Lieblingskamera. Deswegen muss er dann auch mit, weißt, hat er dann das. Oh, aber das ist vielleicht jetzt eine Ausnahme. Das checkt er nämlich so gar nicht. oh, schau. Oh. Aber ja, wenn ich jetzt das Nummer 5 bin ich dran. Gadget. Ja, du bist mega dran. Weil ich mega dran. Ich finde eben auch Gadgets, es gibt so unverzichtbare Hilfsmittel im Leben. Ja. Da mache ich irgendwann mal einen Webshop und tue die drauf und tue die dann schön, wie man das heute macht, mit Videos ein bisschen zeigen, warum man jetzt die wirklich brauchst im Leben. Ja. Und eins davon, eins Gadget, wo nicht fehlen darf, ist ein Rüstmesser. Und zwar ein Victorinox Rüstmesserli. Aha. Weil mit dem machst du einfach alles. Das ist das Geilste. Mit dem kannst du selbst Schrauben aufmachen, mit dem kannst du logischerweise alles schneiden, was du nicht mit. Es muss aber eins sein, nicht das ohne Zacken, es muss eins sein mit Zacken. Hm. Es gibt ja auch noch die dann nur so eine. Jetzt müssen wir natürlich Messermacher sein, dass wir das adäquat ausdrücken können. Aber es gibt ja richtig ohne Zäckchen, sondern so ganz fahle. Aber die müssen dann mega scharf sein, das kannst du ein Tomaten schneiden. Aber ja. Die eben mit dem die mit den Zäckchen. Ja. Eben auch geil, du kannst geil Zwiebeln schneiden, geil Tomaten schneiden, geil aber auch ein Brot abschneiden. Du kannst Päckchen aufmachen, du kannst Schrauben anziehen, du kannst einfach alles. Und das braucht es. Ich drehe durch, wenn ich noch immer bin, wo es kein Rüster lehrt. Ah, das dem sagt man auch noch so liebevoll Rüsterli? Ich sage dem Rüsterli. Ah, so. Ja, okay. Ja, ja geil. Ja, okay. I see. Mhm. Aha.
Ist jetzt nicht so elektronisch, aber. Nein, nein, aber das ist ja gut. Weißt du, wir müssen ja kontrovers, haben wir das letzte Mal. Weißt du, oh, ja, stimmt. Hast du ein Röstchen gehabt? Nein, ich glaube, das ist. Nein. 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 Und wie tust du jetzt, wenn jetzt mal. Ja, machst du jetzt zunehmen, aber wenn du früher, ich auch nicht, aber früher, wo wir mal noch so ein Steak auf dem Grill gemacht haben, wie tust du das schneiden? Nachher auf dem Teller? Mit einem Messer? Nein, mit einem Rüsterli. Ja, ehrlich? Oder mit so einem Zockenmesser, so einem Steakmesser. Ja, das so eins habe ich mal irgendwo mal bekommen. Mhm. Eben, ja, so in die Richtung geht es. Aber von Victorinox, hä, hast du gesagt, natürlich. Heißt das dann Victorinox? Ja, es gibt, ja. Victorinox Rüstmesser heisst die, glaube ich. Ja, verrückt. Also ich habe so normale, aha. Ah, mal, die habe ich schon. Ah, ist das ein Rüstmesser? Da, Rüstmesser. Wie sehen denn die aus? Das sind doch die normalen, die alle ein bisschen daheim haben. Victorinox, Classic, Ja, genau. Ah, nein, nein, solche habe ich kiloweise. Eben, ja. Ja, darum sage ich, das braucht es. Das braucht es. Und nicht eins, wo keine Klinge oder nur hat. Genau. Ja, genau. Okay, I see. Ja, ich kann auch mit und ohne Zacken. Ja, ohne Zacken kannst du Hase geben. Okay. Nein, manchmal finde ich. Wenn es nicht so zockig muss gehen. Genau, zum Beispiel ein Fleischkäse braucht es gar keine Zacken. Hey, auch zum Beispiel Tomaten geht. Da machen wir gerade eine Atemübung. Ja, genau. Also, da geht anders geht da nicht. Also. Nein. No. Also, Gadget Nummer 4. Ui, das gibt eine lange Sendung. Ja, wir sind nämlich nicht so genau. Wir müssen ja nicht so verrückt. Ja, das stimmt. Ich bin schon momentan, habe ich so ein bisschen, glaube so fast ein bisschen eine Studio-Investitionsphase gehabt. Ich habe nämlich noch so eine Lampe gefunden, wo man da in die Fritte leuchtet. Und die ist wirklich geil. Die hat so einen, weißt du, so da so einen Arm, oder? Na, warte mal, ich nicht. Also so einen Arm, so um die Ecke, oder? Mhm. Ja. Oh, schön. Illustriert mit einem Doppelmeter. Genau, so, oder? Und nachher ist ja da dran. Sorry, schnell klammern. Doppelmeter, liebe Leute. Meine Frau sagt dem Doppelmeter 2 Meter. Kannst du mir mal schnell den 2 Meter holen? Und ich verrecke jedes Mal, gell? Dürfen Sie nicht? Noch herzig. Doch, ist noch herzig. Ein 2 Meter. Ja, ich sage ein Doppelmeter. Okay. Gut. Ja, also. Ja. Lampe. Wie sagst du? Lampe, was um die Ecken ist. Weiss ich jetzt aber gar nicht. Wie heisst denn der? Der Meter. Gib mir mal den Meter. Aber es ist eigentlich ein Doppelmeter. Eben, ist eben ein Doppelmeter. Ja, da muss man schon wieder genau sein. Ich gebe einen 2 Meter. Auf alle Fälle hat es quasi so einen Arm, oder? Um die Ecke und dann ist die Lampe vorne dran. Und jetzt ist das Geile, dass da unten dran, bevor nachher quasi die Lampe vorne kommt, hat es nochmal eine Lampe drin. Jetzt kann ich quasi nur die anstellen. Dann hast du quasi eine schöne Tischlampe, so quasi eine Röhrenlampe sozusagen. Und dann, wenn ich aber auf Sendung gehe, wie jetzt mit dir, oder, dann stelle ich dann mir da den Vollmond an und habe auch keinen Ring. Ja, und dafür am Morgen bist du braun. Auch noch. So, du musst eine Sonnencreme einstreichen. Ja, genau. Faktor 50. Hey, sehr geil. Geil. Was ich wirklich nicht mag, ist, dass der Ständer nicht hebt. Nein, das würde ich auch nicht mögen. Ja, das ist wirklich das Letzte. Aber das ist auch, da können wir noch schnell ein Klammerthema aufmachen. Ich finde ja, Gadgets, die nicht funktionieren, ist ein riesen Pain, oder? Nein, das Letzte. Ich habe heute auch geschwitzt wie mit dem neuen Gadget, weil das ist jetzt die neueste Anschaffung, der Rode X Streamer. Streamer X, oder? Genau, eine vereinfachte Sache von meinem Rodecaster. Bei meinem Rodecaster habe ich eigentlich viel zu viele Spuren. Ich brauche die gar nicht so fest. Dafür habe ich jetzt das mit den Tasten gelöst und dass wir nämlich jetzt eben unsere, oder? Stimmung wieder könnt. Genau. Ja, ich muss mich gleich beim Ohrenarzt anmelden, glaube ich. Daran gewöhnen? Ein bisschen. Ein bisschen, ja, okay. Ja. Aber es gibt im Fall auch, es gibt auch feine Sachen. Schön. Mhm. Vorinstalliert. Das, ja, genau, das ist einer von vornherein, oder?
Oh, der Reissverschluss? Nein, ein Scratch eigentlich. So ein Scratch. So ein DJ. Das ist ein DJ Scratch. Ja. Und das ist schönes, eben schönes Zirpen. Ja. Ja. Mhm. Voilà. Und da kann man ganz viel, es ist wirklich tipptopp, ist das für mich. Okay. Rätli. Mhm. So, jetzt bin ich parat für Aufnahmen. Freut mich. Hm. Hast du noch ein Gadget? Hey, nochmal eins aus der Kategorie braucht man im Leben. Ja, gerne. Ja. Hey, noch schnell. Gadget, wo nicht funktioniert. Ja. Bin ich letzte in so einem Grossladen gsi. Und in dem Grossladen gibt es so Shop-in-Shop-Konzept mit so Near-Non-Food-Artikel. Ja, vor allem Non-Food-Artikel. Und dort habe ich gesehen, und dort ist auch so eine Gadget-Wand. Und das liebe ich ja noch. Da kann ich mich ein bisschen verweilen und das Zeug anschauen und so. Auf jeden Fall hat es dort ein Nagelschleifset gehabt mit Batterien. Weißt du, so, wo du kannst, quasi das Nagelbett hinten, so hinten stossen und ein bisschen abschleifeln und so. Und finde ich ja geil. Und gefunden, ja, genau, ein bisschen was für die Maniküre. Oder? Auch die Männer mit was für Maniküre machen. Ja. Habe das gekauft. Für einen Spottpreis, muss man ehrlicherweise zugeben. Und ich habe jetzt schon gedacht, aber ich schaue es mal an. Und dann bin ich heim und habe die Batterien drin da. Hey, und das ist so ein Scheissdreck. Das glaubst du gar nicht. Weil es hat null Kraft, logischerweise, mit der einen AAA-Batterie, die dort reinkommt. Es bleibt immer gerade stehen. Weißt du, es schleift gar nicht. Hey, und wirklich, und es hat, glaube ich, 12 Franken gekostet. Was eben für, wenn es nicht funktioniert, auch schon viel zu viel ist, logischerweise. Hey, und das, ja, eben, das regt mich ein bisschen so auf. Ich glaube gar nicht. Aber hast du den Staubsauger, der auf Instagram umgegangen ist, der kleine, der hier in Pistolen aussieht, wo quasi so krasse Saugkraft ist? Krasse Saugkraft, ja. Oder wo saugen kann, und, also aufsaugen und rausblasen, und du kannst Sachen aufblasen, so huere geil, oder? Dann bestellst du den. Das bestellst du. Dann kommst du quasi so ein warm, so ein, wenn du vorstellst, so ein schöner Sommerwarmfurz. So einen. Ja? Mehr kommt da, glaube ich, nicht. Meinst du nicht? Nein, wirklich nicht. Hey, komm, aber das machen wir, das Projekt machen wir, weil den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen und ich glaube, der ist noch zahlbar. Den bestellen wir jetzt mal. Ja, ich kann ihn. Du hast ihn bestellt? Ja, und den kann ich. Das, nein. Weil es gibt eben schon wieder, weil der so abgegangen ist, irgendwie, gibt es schon wieder so viel Fake, wo gar keine Dingkraft hat. Jetzt musst du wieder hure schauen, wer ist das Original. Ich habe gedacht, der ist super zum Auto raussaugen und so, gell, und rausblasen. Und, hey. Aber im Sinn von, hey, auch wirklich eben, schnell das Boot aufblasen, keine Ahnung, schnell den Luftballon, der grosse. Ja, genau. Whatever. Das Badli schnell und so, oder? Und dann haben sie gezeigt, so eine, wie heisst das, Pylone? Nein, so eine Galone, sorry, so eine Galone Wasser, und dann haben sie doch da irgendwie, und dann, ja, da ja. Sucht sie aus dieser Galone raus. Ich vergiss es. Nix, ja. Hey, leck, das regt mich auf, so Zeug. Nein, so Zeug gerade. Nein, das ist wirklich gar nichts. Das schickst ich sonst im Fall wirklich. Voll. Genau. Ja. Voll. Nein, das regt auf, wenn du so Gadgets kaufst und irgendeine geile Erwartung dran hast. Ich meine, eins von den Paradebeispielen war früher die Handyhalterungen. Hast du ja immer irgendwie, gell? Ich weiss nicht, wie viele tausend Handyhalterungen ich gekauft habe. Und ich meine, manchmal bin ich, stell dir vor, ich bin in den Laden rein, habe wieder einmal eine Shop gebrochen, dann bin ich in den Laden rein, habe ich ein anderes System gesehen und so, dachte, geil, gekauft. Und nachher schon beim Auspacken, weil die haben ja immer so die geilen Verpackungen gehabt, die du nicht aufbringst ohne Schere. Ah. Aber hey, du willst ja nicht dann von der Tankstelle, wo du das gekauft hast, heimfahren, auflaufen, die Schere holen und runter, sondern das muss aufgerissen werden. Und hey, ich weiss nicht, wie manchmal ich wirklich die Verpackung aufgerissen habe und mit dem Aufreissen schon das erste Mal den Scheiß kaputt gemacht und gar keine fortrieren. Hey, nein. Oh, ja. Das China-Zeug. Ja. Das ist auch nichts. Viele Batzuli ausgeben für so Zeug. Ja. Aber Gadget Nummer 2, wo nicht fehlen darf, ja. Finde ich, und das ist auch, ist Einkaufen. Beim Einkaufen habe ich ja schon lange umgestellt auf die grünen Gemüsekisten,
die so klappbar sind. Es gibt ja so in den CCs und so und in den grossen, in den Läden auch, gibt es ja so die Kisten, so die Gemüsekisten, die du kannst aufklappen. Ja. Und die passen ja exakt genau in ein Einkaufswagen rein. Das heisst, die habe ich immer im Auto. Ich habe etwa 5 von denen. Da kann man zum Beispiel in Allegro, kann man die für 2 Franken kaufen. Ja. Und dann gehören die dir. Und dann nimmst du die heim und dann sind die immer im Auto. Und dann gehe ich ins Wägeli, tue die aufklappen und biege einfach alles drin. Und am Schluss kann ich einfach die Kisten nehmen, zack, und ins Auto rein. Und wenn ich viel noch mehr muss einkaufen muss, habe ich halt 2 Kisten, die du schön kannst aufeinander biegen und hast nicht die trümmeligen Säcke und, weißt du, auch noch nachhaltig. Ja, nein, finde ich im Fall eine riesen Erleichterung. In meinem Leben seit ja, als quasi nicht Autofahrer, oder? Habe ich das natürlich aufs Velo perfektioniert, oder? Habe ich so Seitentaschen, so wie Eseltaschen. Du musst einfach immer das Velo gut gepumpt haben und den Ständer muss heben, oder? Aber sonst, ich auch, Wägeli, dann rein mit dem, oder? Alles schon drin und am Schluss nur noch das Velo hängen, an die miteinander. Ah, die kannst du aushängen, die ganze Tasche. Ja, schön, die kannst du aushängen. Ah, sehr geil. Ins Einkaufswagen rein, die 2, ja, oder? Dann füllst du mal die schweren Sachen unten und nachher das andere Zeug noch drauf oben. Und dann nicht, also bei mir kannst du gar nicht zumachen, Amig. Das ist einfach wie bis oben. Bis oben ja, und noch ein bisschen mehr. Oben noch ein bisschen mehr. Was halt rein mag, gell? Und das ist richtig schön. Das macht das wirklich schon einen guten so einen Einkaufsablauf, gell? Und hey, hast du gewusst, wenn im Fall, also ich gehe immer in den Migro, kennst du? Ja, gehört schon. Die haben so Münzen für die Einkaufswägeli. Mhm. Und ich meine, von denen haben sie mir ja schon 1000 gegeben und ich nehme die immer danken und sage, ja, merci für mal, dann habe ich sie am Anfang, oder? Also anfangen. Ja. Und dann habe ich sie daheim und dann nachher gehst du wieder in den Laden und sind einfach nie dabei, weil ich habe kein Portemonnaie mehr, oder? Mhm. Und jetzt eben mache ich es so, dass ich sage, grüezi, ja, ich hätte gern und am Schluss gebe ich es zurück. Und jedes Mal kommt der Satz, nein, wissen Sie, Sie können sie auch, ja, behalten, ich weiss, aber ich will es nicht. Weil bei ihnen weiss ich, wo sie sind. Da lachen sie dann. Da haben sie Spass. Aber dann musst du zuerst, dann läufst du quasi den verkehrt. Regt dich das nicht auf. Dann musst du zuerst quasi an den Kundendienst das geholen. Das Schöne ist, in Solothurn, oder? Ist es so, läufst rein und bist am Schalter. Ah, super. Du kannst sagen, sie hätte gern und dann so. Ja, das kommt mega drauf an, wie das so, ja. Bei mir müsste ich quasi wie, nein, das würde ich nicht. Ja, das geht nicht. Aber, wenn du das den nicht dabei hast und auch keine Münze, gibt es einen Megatrick. Der wäre? Das Hinterteil vom Schlüssel. Genau. Der geht. Du der musst geht. Uns zum Schlüssel. Es geht nur dort nicht. Es gibt ja auch noch die Einkaufswägeli, wo so ein, so ein Schublättchen haben, wo rauskommt. Und den musst du oben reinlegen. Und dort hast du dann wieder geschissen, oder? Ja, da ist es wieder vorbei. Genau. Aber die neuen. Die neue Generation von Wägeli. Schon schön. Aber ja, nein, look, sehr nachhaltig. Und die besseren. Ja. Genau, das andere ist, glaube ich, irgendwie da in dem komischen Coop oder in dem Lidl oder in dem irgendwo. Aber weißt du, dass die Wägen extra grösser gemacht haben, damit es immer leer aussieht, dass du noch mehr reinbiegst? Weißt du, so fieses Zeug machen sie dann auch. Schon, gell? Ja, das ist nichts. Ja, bin unsicher, ob das stimmt. Aber ja. Da gibt es aber sicher vom Gottlieb-Duttweiler-Institut, gell? Gibt es sicher eine Studie zu grösseren Einkaufswägeli-Konsumenten-Dings? Ich glaube, bei uns nicht, oder? Ich glaube, Dings haben die Discounter grössere. Nein, da bei uns, beim Ladendorf, da hat es unfassbar amerikanische Riesendinger, da kannst du drin wohnen. Ja, gut, das ist halt nicht vereinheitlich, gell? Das ist ein bisschen individuell bei uns. Wahnsinn. Genau. Föderalistisch quasi sind die. Ja, föderalistisch. Ja. Ja genau, ich habe immer die Einkaufswägeli Chips habe ich grundsätzlich im Auto halt, dort vorne rein. Aber was auch geht, ist, es gibt doch die Schlüsselverlieranhänger. Ja, genau. Genau, und die funktionieren auch. Die passen auch relativ genau rein und dann auch das hat mich schon gerettet. Eben, gell, es ist eine kleine Notfallsituation, so etwas. Ja, voll. Man ist dann schon ein bisschen so, oh... Heute ohne Wägeli, habe ich auch schon gedacht, komm, ich habe die Tasche dabei. Und das Blöde ist, die kannst du nicht so gut heben, die am Velo hängen. Weil die haben zwar schon einen Griff, aber die tatschen dann permanent, weil sie so schräg sind und mit dem Ding ans Bein. Also kannst du vergessen. Also hast du den wie dabei, plus nimmst dann so ein Körbli. Und dann verzweifelst du ja am Körbli, weil da mag er nicht rein. Nein, dann musst du ein zweites nehmen, links und rechts. Wobei es gibt auch solche Läden, gell, mit diesen fahrbaren Körbli, die sind ein bisschen grösser. Ja, genau. Ja, habe ich auch schon gesehen. Und die, aber ich nehme ja immer so einen Scanner. Tust du von dir so einen Scanner? Scannen, ja. Nicht mit der App, sondern mit dem Scanner.
Hey, kommt darauf an, wenn ich wirklich zwei Sachen muss haben oder so, mache ich es mit Trap, weil ich dann einfach gerade kannst rauslaufen und sonst mache ich es mit dem Scanner. Das habe ich eben noch nicht so eingerichtet. Aber ja, sehr schön. Aber dann habe ich eben die Hände voll. Im einen habe ich dann, wenn ich das Wägeli nicht habe, dann habe ich in der einen Hand den Scanner, im anderen dann nachher irgendwie ein Körbchen. Da ist alles. Und dann musst du den Zettel noch vornehmen. Ich meine, da ist alles. Eben, ja. Das ist noch nicht, es ist noch nicht zu Ende gedacht. Aber da gibt es auch ganz gute Use Cases aus anderen Ländern, wo nicht. Zum Teil mittlerweile sogar einen Bildschirm am Wägeli haben, wo du dann direkt die Einkaufs-App von dem entsprechenden Laden quasi connected, wenn du dort kommst. Ah. Und dann hast du nachher quasi den Einkaufszettel direkt auf dem Bildschirm. Dann musst du nicht mehr anlangen. Weißt du? Dann bist du frei, sozusagen. Und der Scanner ist wahrscheinlich auch gerade drin. Ja, okay. Dann, oder? Ja. Schon schön, die First World Problem, können wir gerade ein bisschen sehen. So, hä? Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen, oder? Ja. Von den Gadgets schön über zum grossen Einkaufswägeli mit eingebautem irgendwas, weil ja, ich meine, kannst du nicht einfach ein Einkaufs... Aber nachher wird es dann schon noch geil, weil was machen die, also... Scanner ist eben. Bauen die ja dann so eins. Ich meine, das lohnt sich dann fast, wenn du da Komponenten ausbaust. Ja, die sind gerade fix verbaut, die kannst du nicht klauen. Du musst das ganze Wägeli mitnehmen. Gut, das kannst du auch. Aber Scanner ist eben noch, dass die eine oder bei der einen Kette zeigt dir noch den Ort an vom Artikel. Also, du kannst dann hast deine Einkaufsliste, dann kommt das Joghurt als nächstes und dann führt es dich quasi als Regal, wo das Joghurt drin ist. Sorry. Ich aufs Liste dann. Ich habe eben noch, das ist bei mir noch physisch. Schön auf einem Post-it. Ja, auf einem schönen Post-it. Und das ist dann immer auch schon so ein bisschen verranzt, weil es so in der Küche liegt und dann immer ein bisschen, weißt, noch Zeug drauf spritzt und so. Und Lisa schreibt auch drauf, weißt, in Grossbuchstaben quasi. Das sind schöne Zettel. Müsste man eigentlich fast sammeln. Ja, egal. Das ist schon wieder das Projekt. Du, apropos Projekt, quasi, sollen wir mal reinhören? Oh ja, reinhören, komm. Bist du bereit? Wie schaut es? Ist ein super Einspieler. Achtung. Hoi zusammen. Ja. Ich habe heute mal eine Elternfrage. Und ich weiß, dass ihr sehr erfahrene Väter seid, deswegen traue ich mir die jetzt einfach mal zu stellen. Ihr wisst. Wie geht denn das mit dem Nicht-Bestrafen? Was passiert denn stattdessen? Mein Sohn ist die Woche aus dem Hort ausgebüxt. Große Abenteuerlust zusammen mit seinem besten Freund. Großes Drama, große Aufregung, Riesenaktion hinterher. Es ist nichts passiert, sind alle heil geblieben. Und doch ist die Frage, was macht man da? Was mache ich da? Und da wäre ich sehr froh um euren Input, weil ich da wirklich nicht weiter weiß. Ich habe erstmal verzichtet darauf, ihn zu bestrafen. Wir haben ernsthaft mit ihm gesprochen. Und doch irgendwie gibt es so eine Instanz in mir, die gerne was tun würde. Vielleicht muss ich nichts tun, aber irgendwie, wie gehe ich damit um, wenn ich nicht strafen möchte und trotzdem da irgendwie mit umgehen will? Ich freue mich auf eure Antworten. Danke. Ja, also von mir bekommt ihr als erstes mal eigentlich einen Pokal. Oder? Hey, geil gemacht! Hey, voll! Gratulieren, hast irgendwie die Kita-Tante irgendwie. Austrickst. Austrickst. Super. Für das mal der erste Pokal. Belohnen. Als erstes mal Belohnung. Super gemacht. Dann würde ich sagen, so, jetzt ziehst du mal die Hosen ab. Oder? Und dann muss ein Küsschen auf den Arsch. Dass er weiss, oh, jetzt hätte es auch etwas anderes können geben, oder? Ja, schön. Das kann man, glaube ich, eins zu eins so abdrucken. fritz-und-franzi.ch. Schön, oder? Und dann gibt es natürlich die Nacht. Da kommt er rüber. Schön. Doppelte die Portion, weil ja, ist ja weit gelaufen und braucht eine Kraft wieder morgen. Genau. Dann würde ich langsam mal übergehen zum, heute gibt es sogar zwei gute Nachtgeschichten. ja, Zähne putzen, brauchst du nicht, hast ja heute schon genug erlebt. Oder? Ist Lisa gerade in der Nähe? Können wir da mal schnell validieren? Validieren? Genau, nein, sie ruft gerade aus dem Keller, aber die Kette lange nicht. Genau. Ja, wir Österreicher haben ja eine Affinität. Anyway. Oh, das würde ich machen. Dann würde ich mal zeigen, was ein Gürtel ist. So im Sinne von, weißt du, das ist zum Anlegen, dass die Hosen runtergeht. Dann würde ich mal noch das Ding holen, den Teppichklopfer, und sagen, schau, da kannst du Teppich klopfen, dann hängen wir doch mal zusammen auf. Schau, kannst du mal selber ausprobieren. Ja, das ist stark. Ich weiss die neue Generation, was Teppichklopfen ist. Ja, gell. Wahrscheinlich nicht. Nein.
Dann würde ich mal den Kochlöffel noch holen und sagen, schau, mit dem mache ich auch meine Suppe, da kannst du gut Soße rühren. So, Zeug würde ich machen. Das heisst, er merkt die permanente subtile Bedrohung. Oh. Und er merkt, fuck, ich glaube, ich bin davon gekommen. Und dann sage ich, das nächste Mal könnte es auch anders laufen. Gute Nacht. So. Ich muss nicht immer bestrafen. Aber so subtil, so eine passiv-aggressive Drohwelt auffahren, so das würde ich. So, hä? Ja, ja. Das kannst du auch. Aber du weißt schon, belohnen ist etwa gleich, sagen die Experten, gleich schlimm wie bestrafen. Ja. Ja. Belohnen ist eigentlich, was ist das schlimme Wort von beeinflussen? Manipulieren das? Manipulieren, danke. Ja, ja, belohnen ist manipulieren. Also etwa gleich schlimm wie bestrafen. Ja, ja, aber nur das ist im Kontext. Weißt du, so aus dem Kontext gerissen, das finde ich nicht gut. Wieso rausgerissen, Mensch? Weil, das war der, wenn du gute Noten hast, dann kommst du eine Belohnung über. Mhm. Ja. Das ist ja nicht das Gleiche wie irgendwie, dass man sagt, hey geil, komm, wir gehen ins Klasse essen, einfach ohne, dass du an etwas knüpfst. Jetzt bist du aber ein Braves gewesen, jetzt gibt es ein Klasse. Jetzt hast du aber gute Dinge und so. Jetzt willst du validieren. Jawohl, bitte! Ah, gute Nacht. Du, gute schön, brav. Schön, brav. Mhm. Ja. Ja, aber jetzt können wir ja, wenn er da gerade am Guten Nacht singen ist, kann ich etwas sagen. Ich mache es ganz leise, dann hört er es nicht. Weil, gell, da gibt es ja ganz viele Fachbücher, muss ich mit dem Thema auseinandersetzen, belohnen, bestrafen. Und verrückt ist, dass man ja immer sich auf Augenhöhe mit dem Kind begeben und das besprechen. Ja. Oder? Eins von den guten Sachen finde ich, zum Beispiel, wo man sich fragen kann, zum Beispiel mit dem Bestrafen, ist, wenn jetzt mit deiner Frau, oder jetzt kommt deine Frau 10 Minuten spät heim, dann sagst du, jetzt gehst du aber gerade ohne Nacht ins Bett und schaust mal, was passiert. Oder? Vermutlich findet sie das nicht so lässig. Oder ich trinke ein Bier mehr, als ich habe wollen. Ja. Dann komme ich heim und als Strafe darf ich die Eishockey-Match nicht schauen. So, und etwa so geht es im Kind. Und darum, nein, tun wir nicht bestrafen, sondern tun mit dem Reden, das hast du ja schon gemacht. Wunderbar. Genau, oh, schön. Genau. Es ist auch wichtig, dass man so eine Tonalität hat. Ja, genau. Jetzt gehst du aber in den Keller. Aber da gibt's ja wie soll ich sagen, so ältere Erziehungsunterstützer Stern innen, wo wirklich tatsächlich so eine Tonalität in der Stimme haben, dass du denkst, hey. Nein. Vor allem, sie legen immer das Köpfchen schräg. So. Ja. Und dann... Ja. Nein, wirklich, nein. Aber es ist lustig, hast du als Vater früher, hast du viele tü-tü-tü-tü-tü, bist du so... hast du das gemacht mit deinen Kindern? Hüdelüdelüdelü. So sind ja, wir im Kinderwagen. Ja, irgendwo so komische Kindersprache von Erwachsenen, wo die Kinder sich fragen, was er braucht. Nein. Nicht, hä? Nein. Ja, ich habe aber ich glaube, also kennst du Männer, die das machen? Ich glaube, das ist... Nein, das machen nur Frauen. Und Omas. Also Frauen. Nein, aber das liegt schon an der höheren Stimme. Also auch, ich glaube, das ist das Gleiche wie wenn Begrüßung von Haustieren. Musst du mal achten. Und das ist nicht das Gleiche, ob das ein Mann macht oder eine Frau macht. Ja. Ich komme gar nicht so hoch hoch. Weißt du, hoi! So hoch hoch. Ja, genau. Du bist bissen. Ja, genau. Ja, so, da sind die Mietbüchse. Hast du es irgendwie? Eben so. Nein, habe ich nie. Ist Hunger. Kannst du selber holen. Ja, ist einfach nicht das Gleiche. Nein, ist nicht das Gleiche. Oder? Oh. Nein, und das andere ist ja, weißt du, was das Geile ist? Und das ist ja,
glaube wirklich ein Evergreen-Thema mit dem Bestrafen und mit dem Belohnen. Hm. Wo, glaube ich, alle irgendwann an den Punkt kommen. Es gibt zwei, drei, ich habe auch schon solche getroffen, wo ja tatsächlich die Diskussionsebene, so wie es im Lehrbuch steht, tatsächlich können und durchziehen. Ich hoffe, ganz viel draussen fühlen sich jetzt angesprochen. Ich hoffe, es gibt ganz viel von denen. Ich bin ja der, der mir es immer wieder vornimmt, aber es ganz viel nicht schafft. Ja. Ganz ehrlich. Ich wette, und ich denke auch immer wieder, eben, wenn ich dann gleich mal geschumpfen habe, wo ich wieder denke, wieso bringt der, also, ja. Und dann mich wieder reflektieren und merken, doch, ich habe doch schon so viel gelesen zu diesen Themen. Jasper, Juul und wie sie alle heissen. Und eigentlich wüsste ich ja, wie es geht. Und ich weiss auch, wie es durchschnaufen geht. Und ich weiss auch, wie die Sacred Pause funktioniert. Aber ich schaffe es trotzdem nicht immer. Nein. Ganz ehrlich. Und darum heisst eben dann Olivia. Oder Lisa. Das ist nicht das Gleiche. Wie wenn es irgendwie, weisst du, der oder Kasse, da weisst du, da kann ich dann. Aber einfach, die Kinder haben direkt Zugang zu deinem Trigger, zu der Triggerabteilung. Ich glaube, weisst du, die Amygdala ist das eine, aber ich glaube, die haben dort noch, in der Amygdala wissen sie sogar noch, da gibt es kein Zimmer, genau. Dort rufe ich dann, und wenn es nicht aufmacht, läutet die Sturm. Ja, und es ist nicht so, dass mit Samthandschuhen die Amygdala aufmachen, sondern sie haben eben das Victorinox-Rüstmesser dabei. Und wirklich direkt rein. Ja. Und dann nachher, wo du ja sagst, ah, warte, schnaufe ich schnell, dann kannst du nämlich in den Prefrontal Cortex, zack, und dann kommt schon die Victorinox-Share und schon ist das irgendwie gesnippt, oder? Und schon bist du gefangen im Amygdala-Hinterzimmer. Ja, das ist ja auch, ich meine, die bestrafen uns ja täglich. So ist es eigentlich. Wir sind das Opfer. Schön. Ja, auch das haben wir wieder mal gesagt. Genau. Genau. Aber ich finde, also, was ich merke, was ich immer noch geil, weißt du, was finde ich noch geil? Ich finde ja noch geil, dass er ausbüxt ist. Ja, was? Ich würde ihn ja gerne mal fragen, warum. Ja. Und woher? Und was ist denn so ja. gewesen? Und was hat er sich überlegt? Hat er sich dann überlegt, ich komme dann wieder? Oder ist im Sinne von, Oder hat er wollen heim? Vielleicht hat er heim weg gehabt? Vielleicht muss man viel mehr mit der Lehrperson reden. Das mögen Sie noch. Ja, gehen Sie bitte nicht zur Schulleitung. Ja, aber ich bin schon mal gewesen, weil ich mich absichern musste. Okay. Nein, ich finde auch, reden im Sinne von, ich habe es im Fall jetzt einmal gehabt, geil, der Vater ist müde. Oder denkt so, ja komm, einen kleinen Nap. Niki nicht da. In dieser Zeit, irgendwie finden beide Kinder, wir gehen mal neu mit her. Und ich habe noch im Halbschlaf, weil ich zum Glück wieder schneisen vom Ausgang bin, habe ich gemerkt, ja irgendwie geht... Der Wind vom Durchlaufen. Ja, und Lisa hat etwas gesagt, sie geht mit dem Mo mit. Ja. Dann nachher hat es mich tatsächlich total verstrichen, dann komme ich irgendwie so um 7:30 zu mir und keiner da. Und dann so, ja gut, okay, mal die Lage checken. Oh, das Handy von der Lisa ist da. Fuck. Dann irgendwie der Mo, weißt du, irgendwie so, ja hallo, anrufen. Man, der nimmt gar nicht ab, oder? Der ist schlimmer als ich. Das lernt er noch. Ich glaube nicht. Und nachher... Dann wird es so 7:50, denkst du, ja, okay. Aber jetzt ist irgendwie schon recht abig und so, also, wäre schon noch gut. Und kein Zettel und nichts. Nachher sind sie heimgekommen. Und dann finde ich halt cool, ja, Gottverdammt, was sind denn eigentlich gewesen? Hätte er auch sagen können, oder? Nicht. Sondern, dann habe ich wie gemerkt, ich habe ja eigentlich Angst. Also, weißt du, ich habe ein Problem. Kids haben kein Problem. Voll. Und sie können ja auch das mit dem gefährlich so semi einschätzen. Oder finden auch, und das ist ja noch ein Argument von ihnen gewesen, wieso? Wir sind ja safe, wir sind ja zusammen gewesen. Ja, das ist schön für euch. Aber nachher quasi wirklich nicht durchstarten, sondern ich habe dann einfach wie gesagt, hey, aber weißt du was geil wäre? Und dann eher wieder in das Einladende und so das, hey, für mich wäre es mega geil, weißt du, was machen jetzt Mami und ich, wenn wir gehen und ihr sind noch jetzt gerade im Schlafen oder so. Ja, ich schreibe da meinen Zettel. Ja, genau. Ist doch cool. So ein Zettel wäre noch geil.
Oder ja, können wir auch ein WhatsApp schreiben, aber den Zettel finde ich auch geil. Ja, stimmt. Und nachher, weißt du, in die Gefühle gehen, wo sie sich ja auch sicher fühlen, wenn wir nicht da sind. Ja, genau. Und dann eigentlich über quasi die Gefühlsmomente können sie ja, also erstens sind sie nicht abgelehnt und irgendwas. Und ich habe einen Wunsch, dass ich mich sicher fühle, dass ihnen gut geht. Und das ist ja mein Bedürfnis. Und dort herkommen, das habe ich auch gemerkt, das ist eigentlich noch nice. Und dann war es aber cool gewesen, dann hat es irgendeine andere Situation gegeben, wo ich eigentlich wollen wollte, dass Lisa die Küche einfach aufräumt. Mhm. Wenn sie etwas schon irgendwie da verrecktes macht, ist nicht so, dass sie nur das Geile macht und dann muss ich aufräumen, schießt mir. Und dann habe ich wieder ausgerufen, im Sinne von, ja, aber Dummy, also einfach rein vom Ding, jetzt muss ich jedes Mal, muss ich das und quack, 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 quack. Genau. Das ist übrigens auch recht lustig, wenn du es schaffst, bist du so drin und sagst, aber du musst ja das und das und dann kommt dir ein Sinn und dann hörst du auf, Wörter sagen. Das haben wir nur noch. Ja, genau. Das haben wir gehabt. Nachher nur noch quack, quack, und dann quack, 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 und dann quack, 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 quack. Und dann machst du, hey, wie so, wenn du Content weglässt. Voll. Und ich glaube im Fall ganz ehrlich, dass es vielfach so bei den Kindern ankommt. Da ist inhaltlich passiert gar nichts. Da kommt einfach ein Ton, genau der Ton kommt an, aber inhaltlich passiert nichts. Nichts. Ja, da sehen sie noch das Maul bewegen und es kommt irgendein Ton. Fertig. Ja, fertig. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass es ein bisschen komisch ist und habe dann gesagt, du Lisa, sorry. Ich finde übrigens nachkorrigieren auch geil. Man kann einmal zusammenschießen und im Nachhinein kommen und sagen, du sorry, eigentlich so habe ich es gar nicht wollen sagen. Und ich, das nächste Mal gebe ich mir im Fall Mühe. Ich finde, das Nachkorrigieren ist so ein bisschen etwas, wie sagt man dem? Das ist so eine Chance, die schade ist, wenn man die weglässt. Ja. Weil, ja, das und auch ein bisschen ein Zeichen von Menschlichkeit. Also weißt du, ganz einfach so im Sinn von, hey, nein, ich bin nicht fehlbar. Oder ich bin genau. Fehlbar. Genau. Aber ich kann nachkorrigieren. Genau, ich kann nachkorrigieren. Das finde ich wirklich richtig, das finde ich richtig nice. Und die Reaktionen sind eigentlich immer hure cool, weil sie sind wirklich verständnisvoll. Ja. Und eben auch würdevoll im Sinn von, danke, dass du mich dass das gesehen hast und dass du mich aber auch gesehen hast mit meinem Thema und so. Ja. Ich finde, da passiert noch viel mit Nachkorrigieren. Finde ich auch etwas Schönes. Wobei, ich glaube, das ist auch etwas, wo meine Route, also weißt du, ist so etwas, wo einmal nicht funktioniert, sondern das ist etwas, wo du über irgendeine gewisse Zeit immer wieder machen musst, bis es lernt, oder? Und es tut dir selber gut. Eben, ganz ehrlich, ich schaffe es vielfach nicht. Und reagiere auch falsch, wahrscheinlich, und da bin ich immer offen und total transparent und ehrlich, wie das viele andere wahrscheinlich auch vielleicht nicht so können, aber ich reflektiere dann immer relativ, also kennst du das, gell, das fährt ja dann immer gerade sofort an und dann denkst du mir, hey, fuck, wieso jetzt? Und wieso auch jetzt nicht? Und den finde ich jetzt aber noch geil, weil es nachkorrigieren habe ich gar noch nie so bewusst gemacht. Das ist voll geil. Ja, muss ich machen. Wirklich merkst, das war nicht gut gewesen, und nachher nicht stehen lassen, sondern später kommen und sagen, tut mir leid. Und dann, und weißt du, das Krasse ist ja, wenn du dein Bedürfnis ja anschaust, ich habe Angst, sie ja nicht, sie haben eine geile Zeit gehabt. Ja, cool. Oder? Insofern, und das einfach zu verstehen zu geben, da fühle ich mich dann unsicher. Und ich bin ja verantwortlich für euch, und deswegen, ja, genau. Weiss, aber das ist das Problem, aber wenn ich es nicht weiss, dann überlege ich mir das. Ich überlege mir, muss ich jetzt die Polizei anrufen, weil es ist ja schon dunkel. Innerhalb von 2-3 Stunden sind in ihrem Fall auch schon schön irgendwie an der Grenze. Also es gibt auch ein bisschen blöde Geschichten. Da muss man sich dann wieder überlegen, wie weit willst du denn das erzählen? Weißt du, so Vorwegnahmen, weißt du, da gibt es böse Männer auf der Straße. Also, ich glaube gar nicht, wahrscheinlich braucht es das gar nicht, sondern es braucht irgendwie eine Kontextualisierung. Quasi. Auch warum man das Gefühl, das du jetzt gerade zum Ausdruck gebracht hast, genau. Braucht es wie eine Geschichte noch dazu. Genau. Und warum bin ich dann so angeschissen wegen dem Geschirr oder so? Dort habe ich dann wieder sagen, dort habe ich dann mitgefragt, du, dann habe ich gemerkt, dass ich wieder nye mache. Dann sage ich, du sag mal, okay. Weißt du, ich hätte einfach gern, dass du Lust hast. Und es ist unmöglich, dass du Lust bekommst, wenn ich so rede. Insofern, was hättest du denn gern? Und dann hat sie gesagt, ja, dass du einfach mir das und das irgendwie so und so sagst. Ich so, okay. Also weißt du, manchmal, also ist auch noch, also man kann ja auch fragen. Und wirklich kommend aus dieser Generation, die uns noch so belehrt worden ist, unsere Eltern haben schon viel abgefedert und so. Aber es ist fürchterlich, ja. Da muss ich ihr lernen, wie sie die Küche aufräumt. Nein, muss ich nicht. Sondern ich muss ihr quasi wie verständlich machen, dass zum Beispiel, wenn nachher jemand anderer kommt, kochen, dass es dann schwierig ist zum Kochen, weil dann muss der ja zuerst ihre Arbeit machen, die sie ihnen abschliessen muss und dass es auch ein hure schönes Gefühl ist,
wenn man die Küche auch wieder hergestellt hat. Das ist im Fall auch etwas, das habe ich auch ausprobiert. Jetzt räum mal das Zimmer auf, oder? Genau. Oh nein! Und das habe ich irgendwann, weil ich drehe durch mit ihrem Zimmer, oder? Dann habe ich sie von Zimmer zu Atelier neu benennen, dass ich es überlebe. Und dann war es aber nicht mehr gewesen, Raum auf, weil warum? Also warum muss das Zimmer eigentlich aufgeräumt sein? Wirklich? Ich habe keinen Grund. Ich auch nicht. Null Grund. Und das ist, gell, dort, aber da sind wir auch nicht immer gleicher Meinung, da im Haushalt. Ja. Weil ich finde, dort, du, es hat zumindest eine Tür, kann ich zuziehen und gut ist für mich. Ja. Weißt, und auch, ey, ich glaube auch, gell, und da gibt es auch Geschichten. Also, ich habe letzte eine gelesen, wo, weil das ist auch so ein das Thema, das, glaube jeder kennt, wo Kind hat. Und dann hat auch quasi Vater XY, eben auch das, wieder dreimal rund Zimmer auf, pipapo. Und die Lösung ist dann aber auch gewesen, so im Sinn von, was willst denn du genau? Und das Kind hat gesagt, ja, einfach, dass du mit mir noch schnell eine Viertelstunde jetzt da rein spielst. Weil jetzt da ist ja alles aus, ist ja Auslegeordnung quasi, oder? Also es ist alles da, die Legos sind da und so. Und nach einer Viertelstunde hat dann, also weißt du, eben die Ursache, oder wie soll ich sagen, eigentlich ist es nur darum gegangen, dass der Vater schnell mit dem Kind anhockt und 20 Minuten am Boden etwas spielt und nachher hat das Kind freiwillig das Ding aufgeräumt, weißt du? Und das finde ich manchmal auch noch geil. Es ist gar nicht immer, oder wir haben dann irgendetwas im Blickfeld, wo man findet, ja, das muss jetzt einfach aufgeräumt sein. Aber das sind so die gleichen Themen, ist noch lustig. Und gell, da werden wir natürlich noch ertippt und gefedert, weil da gibt es, glaube ich, 1 Milliarde Meinungen draussen. Aber das ist wie so ein Thema, von, weißt du, auch so ein bisschen, finde ich, alte Themen, wie, hey, es wird nicht aufgestanden, bevor ausgegessen, es wird nicht gesungen am Tisch. You name it. Also, weißt, es gibt da tausend so Regeln, die man früher logischerweise ja so durchgesetzt hat. Aber eben, und ich glaube, zum nochmal den Bogen spannen auch zu der Frage, und ich finde sie ja mega spannend, von der Christine. Einerseits aber weiss ich, dass eben da die Meinungen wahnsinnig auseinandergehen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, gibt's glaube ich, auch, weißt, Konfliktpotenzial, wo wir uns wie suchen, weil wir Themen einfach permanent thematisieren, statt dass man es einfach mal einlässt. Und ich finde auch, und ich finde ja den Move auch geil vom Atelier, weil das ist ja zum Beispiel auch mein Grund, wo ich sage, hey, du kannst ja Kreativität killen, wenn ich jedes Mal sage, nach einem halben Blatt, wo du ausgemalt hast, jetzt verräum das Zeug wieder. Ich meine, ja, das wäre nie ein Künstler. Oder? Feuer gar nicht. Unmöglich. Nein. Also lass mal das Zeug liegen und lass es so liegen, wie es für dich passt. Und ja, wenn du das Lego jedes Mal musst von der Schachtel frisch rausnehmen, ist die Hürde, dass du anfängst spielen, ja viel, viel grösser, als wenn es schon dort liegt. Und ja, es muss mir ja nicht passen. Und ja, es hat Staub rundherum, okay. Aber ich glaube, mit dem kann ich total gut umgehen. So. Ich habe dann noch etwas ausprobiert. Ich habe dann ausprobiert, um zu sagen, weißt du, es geht mir darum, dass nicht das Zimmer aufgeräumt ist, wie es aufgeräumt ist, weil es macht gar nicht immer Sinn. Aber ein schönes Zimmer. Ein schönes Zimmer ist im Fall noch etwas Schönes. Weißt du, das Bewusstsein für einen Raum einfach. Ja. Yeah. Hey, und das ist lustig, weil das ist ja schon etwas, wo ja uns Mütter und Frauen ja können erzählen, mit dem quasi, irgendwann hängt es dann ein und wir Ungeduldigen finden dann so, Problemlösung, Problemlösung, Problemlösung. Und das ist jetzt im Fall krass, dass es jetzt wirklich, dass Lisa das wie übernommen hat und sich jetzt ein schönes Zimmer macht oder schöne Räume. Und ich jetzt auch in der Stube, wenn sie dann in der Allgemeinräume ist, oder, dass man dann wie sagt, hey, komm, wir machen den Raum wieder schön. Oder hey, könntest du schnell schauen, dass der Raum wieder ein bisschen schön ist für uns alle? Und so. Und das ist nicht Raum auf. Also ich finde da auch Sprache einfach wieder so geil, ja, zum Explorieren. Ja, das ist total Sprache. Natürlich, wenn ich reinlaufe und quasi sehe den 5 Tisch im Zimmer, damit sie eben das Atelier hat. Jeder Tisch hat ein eigenes Thema. Basteln, schminken, Ablage, zeichnen, keine Ahnung. Und da gibt es Ecken, wo ich durchdrehe. Und dann, aber ist eben geil, dann gibt es irgendwann mal so den, wo man sagt, weißt, wenn du so viel rumliegen lässt, gibt es manchmal Sachen, die dann aus dem rauskommen. Zum Beispiel, da wächst jetzt gerade ein wunderbarer Schimmel, oder? Wo dem, ja gut, dann wird es schwierig. Von dem Food, wo du ja versteckt hast, ja, weil du gemeint hast, dass irgendwie, wenn der Käse, wo du den Lieblingskäse da oben versteckst, dann nachher schwierig drinnen. Und, oh, schau, es hat Ameisen, ja, so ein Zufall, oh nein, kein Zufall. Die Folgeding und so. Das ist Schlagstängel und so. Aber ich weiß nicht, ob dir das auch, aber bei uns ist es zum Beispiel auch so, dann, dass, gell, weißt, wenn
Besuch angesagt ist, dann machen wir ja davor oder den Rest von der Wohnung, wo nicht Kinderzimmer sind, machst du ein bisschen flott, oder? Machst du ein bisschen, bist dort ein bisschen am Bödeli machen und ein bisschen, machst einfach das ein bisschen flott für den Besuch. Und das strahlt ja auch ab, weil dort muss ich nicht einen Ton sagen. Also wenn Kinderbesuche kommen, dann sind automatisch, machen sie schöne Räume. Ja. Das ist auch noch krass, oder? Weil dann irgendwie, und da muss ich nicht schimpfen und gar nichts, sondern das passiert dann einfach so. Und darum finde ich, und gell, was ich eben schon noch schön finde, auch sind so, ich finde ja trotzdem Regeln geil, nach wie vor, auch wenn das immer schwierig ist, zum dann auch umsetzen und implementieren. Aber ich finde so den Dreierkuchen geil von Regeln machen. Also, hast du irgendwie so einen Teil vom Kuchen, von dem, also ein Drittel, ich sage es ein Drittel, ist wahrscheinlich nicht ganz Drittel, sondern vielleicht ein bisschen anders ausgeglichen. Aber ein Drittel machst du als ältere Regeln. Wo es gibt, können sie ja gar nicht, und es gibt gewisse, aus der Lebenserfahrung, gewisse Regeln, die du machst. Ein Drittel macht das Kind selber Regeln. Was aufstellt und sagt, ich mache jeden Morgen dies oder das, oder ich mache einmal in der Woche dies oder das. Und ein Drittel machst du zusammen Regeln. Du musst zusammen definieren, dass für beide stimmt, du diskutieren, sagst, hey, ich hätte gern dies, und das Kind sagt, ich hätte gern dies, und sagst, also, was können wir für eine Regel miteinander definieren? Und dann hast du so ein Regelsetting, wo, und das muss ja dann nicht irgendwie ein 100-seitiges Dokument sein, sondern das können ein paar wenige sein, aber es ist so wie, ich finde es noch geil, wenn du es ein bisschen wie aufteilst. Also, es haben alle drei, haben so, also, weißt du, im Dreieck hast du quasi die, so das gemeinsame Regelding und je beide Kinder und die Eltern haben Regeln. Und sie können auch die Regeln aufsetzen, dass sie sagen, hey, keine Ahnung, ich hätte gern am Dienstagabend, dass wir Spiele machen. Irgend sowas. Eben, siehst du, deswegen mache ich das nicht. Dreh schon durch. Nein, scheiß Dreck. Kann ich nicht. Spiele. Ab ins Bett. Siehst du, das Spiel ist etwas für die Hose. Ja, genau. Ist nur eine Idee gewesen. Ja. Ich habe eben noch ein bisschen Schiss vor ihren Regeln. Sie hat eben, glaube ich, weniger Schiss vor unseren Regeln. Voll. Der verkehrte Tag, zum Beispiel. Ja. Alles anders. Alles anders. Kind kocht, Kind, das ist auch noch geil. Das ist ja geil. Ja. Nein, es gibt schon ein paar lustige Sachen. Aber ich finde, wenig Regeln, aber die, wo wir haben oder die machst, sollten dann irgendwie verheben. Und der Rest auch nicht immer so, eben, das eng sehen, das ist auch nicht so meins, wo ich irgendwie finde, hey, es sind so viele Sachen von früher, weil du eben früher auch eben nicht die gewaltfreie Zeit hast. Und dort hast du es einfach durchgesetzt. Du hast gesagt, hey, es wird ausgegessen und sonst gibt's einen Kessel, oder? Und das machst du heute nicht mehr. Und eben darum ist, glaube ich, auch so das Thema so schwierig. Ich glaube, so eben gewaltfrei und ja, gewaltfrei finde ich es noch nicht so schwierig, aber gewaltfrei im Sinne auch von nicht schlagen, sondern emotionale Gewalt, genau. Ja, ich bin nicht so der Erste, wenn ich mich durchdrehe, dann bin ich eben schon der, der dann auch gut laut wird. Aber ja. Es gibt im Fall einen Unterschied zwischen, es gibt ein Laut, wo du dann einen anfängst, einen Vektor machen. Also du schießt auf quasi. Und es gibt ein Laut, wo quasi die Verzweiflung in den Raum rufst, ohne Vektor. Das ist im Fall eindrücklich. Wenn quasi das vom Kind wegnimmst und eigentlich die Verzweiflung in den Raum schreist, wenn du das brauchst, dann tüpft das Kind gar nicht. Das ist einfach mal da. Aber wenn du aufs Kind losgehst, weiss man ja, das Hirn kann nicht unterscheiden zwischen emotionaler und physischer. Ja, genau. Und dort dann Kind ja dann auch wie an, dass es jetzt gerade irgendwie wirklich bedrohlich wird für sie, weil du einfach ein Grosser bist und der Zeigefinger jetzt quasi zu fliegen kommt. Oder so. Und dann, ich glaube, das machst du halt ein paar Mal im Leben mit dem Kind. Wenn die einen nicht, ich schon. Aber das machst du eben nicht oft, weil du merkst, oh, leck du mir. Also dann merkst du, es ist too much. Ist zu viel und dann merkst du, das mache ich genau gar nie mehr. Und dann kommt der nachher Entschuldiger im Fall auch noch geil, weil dort bist du ja dann wirklich über eine gewisse Schwelle vielleicht ja drüber. Und dort ist dann wirklich, hey, dort Entschuldigung und sagen, hey, look, das habe ich jetzt dort nicht anders können und das habe ich so jetzt nicht wollen, aber das habe ich mir jetzt vorgenommen, das mache ich so. Ja, eben, weil du reagierst ja manchmal dann einfach so, weil du eben wahnsinnige Angst hast oder weil du gerade einen Superschreck gehabt hast oder keine Ahnung. Hast du ja ein Bild im Kopf,
quasi. Es ist nicht so, weil du die Regeln willst durchsetzen, dass du laut wirst, sondern es geht darum, dass entweder triggert wirst auf irgendwie eben mit dem Victorinox-Messer mit der Amygdala irgendwo. Oder hast du tatsächlich ein Gefühl in dir? Eben. Und vielfach, ganz ehrlich, ist es bei mir schon auch ist es Angst. Also weißt, kurzfristige Angst, dass etwas passieren könnte. Oder es ist aber auch ganz viel auch, hey, es läuft jetzt gerade nicht so, wie ich das Bild im Kopf habe. Und das finde ich eben auch so ein Scheiß, oder? Weil eigentlich eben passiert gar nichts. Und nein, es muss nicht so sein, wie ich jetzt gerade das Bild im Kopf habe. Und trotzdem triggert es einem. Grossartig. Und Ungeduld ist bei mir auch schön. Also geht es dann mal. Oder Verzweiflung finde ich schon auch so. Ja. Du, was magst du essen? Weiss es auch nicht. Hey, dann habe ich irgendwann gesagt, schau, ich sage drei Sachen, wenn du die drei Sachen als Scheiße findest, schau es selber. Erstens, das ist geil, da hat es einen Comic gegeben, mit quasi, wo das Kind ja auf dem Schragen liegt, vom Psychiater, und der Psychiater halt so sagt, was ist eigentlich mit dieser drei los? Weißt du, weil alle haben mit der drei so ab. Erstens, genau. Drittens, auf drei bist du im Bett. Weißt du, so der, oder? Ja. Vor dem drei Hurenschiss. Oh, ist geil. Ja. Hey, nein, schön. Ja, schön, alles vorbei. Ja, ich würde sagen, jetzt müssen wir langsam ein Ende finden. Mal. Ja. Dann mal ein bisschen. Wie so schwer wie laut. Ja, das ist die Show mit den vielen Gadgets und Effekts in der Paddy. Und schlaft gut. Und vergesst nicht, durchschnaufen. Nahtloser Übergang, DJ. Ciao zusammen.